Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kapitel Xbox von Die Lochis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kapitel X von Die Lochis. Das Ganze am 13. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Ja, so sieht das Ganze aus, in Rot und Weiß gehalten. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So sieht das aus. Also, wie gesagt, wir haben hier eine Box in Rot und Weiß gehalten. Wir haben hier die beiden Brüder, einmal rechts und einmal links, Heiko und Roman. Dann lesen wir hier in der Mitte Die Lochis und darunter Die Lochis Kapitel X. Ja, der Albumtitel ist deswegen irgendwie passend, weil es, so laut eigener Aussage der beiden Brüder, das letzte Album der beiden sein soll. Wir haben hier das Ganze mit einem weißen Rahmen noch versehen. Hier unten lesen wir Hashtag Lochiversum. Auf der rechten Seite sind es 2011, also da ging es für die beiden los. Nochmal Hashtag Lochiversum sind es 2011. Und auf der Unterseite, auf dem Boxboden, lesen wir die Lochis Kapitel X und dann haben wir hier den Inhalt aufgelistet. Album inklusive Bonustrack, Cap, Kette, handschriftlicher Abschiedsbrief, signierte Autogrammkarte, Klebe, Tattoo-Set. Dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. So, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir uns mal das Innenleben ansehen. Einmal den Deckel abnehmen. So sieht er von innen aus, weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal, das dürfte wohl der Abschiedsbrief sein, in Rot und Weiß. Dann haben wir eine Kappe mit Kapitel X beschriftet. Dann die Tattoos. Der Tattoobogen, eine Halskette, das Album an sich und eine Autogrammkarte. Ja, von Ihnen auch hier diese Unterseite in Weiß gehalten. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen. So, und dann kann das zur Seite. So, wir haben, ich glaube, bis auf das Album und diese beiden Sachen hier nicht weiter in Folie, der Rest kommt ohne Folie. Wie immer werden wir uns mal kurz um die Folien kümmern vorab. Also einmal hier dieses kleine Täschchen mit der Halskette. So, einmal, Folie kann weg. Dann haben wir hier diesen Tattoobogen, den wir hier auch noch öffnen werden. Zweimal. Und als letztes haben wir dann noch das Album. Dieses ebenfalls in der Folie. So. Aber jetzt. Jetzt sollte das Ganze eigentlich aufgehen. Naja, mehr oder weniger. So, schlussendlich haben wir es dann doch geschafft, das Ganze aus der Folie zu holen. So sieht das aus. Also, das ist das Cover von Kapitel X. Unterscheidet sich ein wenig von dem Cover, das wir von der Box kennen. Also hier nicht mehr nur in Rot und Weiß, sondern auch hier mit Weiß-Schwarz und Blau-Schwarz gehalten. Oben links lesen wir wieder Kapitel X. Dann haben wir hier die beiden Brüder abgebildet. Und hier lesen wir wieder Die Lochis. Es ist das dritte Album der beiden. Und wie die beiden eben verkündet haben, auch voraussichtlich das letzte. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, weil die beiden sind ja doch noch sehr jung und da hat man noch sehr viel Zeit, also ja, mal abwarten. In einem regulären Jewelcase kommt das Ganze hier auf der Seite in Weiß. Dann lesen wir hier Die Lochis Kapitel X. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt, wo haben wir es, 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features mit dabei von Echo Fresh, Bars and Melody und Lukas Riga. Also, das sind die Features auf den Tracks. Credits und Barcode.
Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, ich glaube mal, wir haben hier ein sehr textlastiges Booklet. Wir haben hier nämlich die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Sehr schön. Also das gefällt mir generell immer sehr gut, wenn man die Lyrics des Albums, der einzelnen Tracks hier wirklich Wort für Wort mit reinpackt. Dann haben wir hier noch Fotos mit dabei. Weitere Abbildungen, die eben passend dann zu dem Track sind. So sieht das aus. Also wieder jede Menge Fotos der beiden, alle in diesem türkis-schwarz gehalten. Jede Menge Text. Und dann haben wir zum Abschluss noch eine umfangreiche Danksagung. Also die ist echt lange. Ich erspare euch die jetzt, das würde, glaube ich, echt den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber wenn ihr wollt, haltet euch das Video kurz an, lest euch das im Detail durch. Ebenso diese Seite. Ach du Scheiße, hier geht's noch weiter. Ja, da gibt es einiges zu lesen. Und dann hier noch das X. Kapitel X. Jawohl, also das war's soweit zum Booklet. Dann kommen wir mal zu der Album-CD. Passenderweise auch die hier wieder in Rot und Weiß mit Kapitel X hier beschriftet. Auch dahinter wieder ein rotes X zu sehen. So, Album zur Seite. Dann haben wir als weiteren Boxinhalt eine Autogrammkarte. Die ist auch wieder in Rot und Weiß im Hochformat. Die Lochis, das Abschlussalbum Kapitel X, out now. Dann haben die beiden hier unterschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich erkenne hier wenig bis gar nicht, was das hier sein soll, ob das ein Buchstabe ist oder mehrere. Aber ja, es ist auf jeden Fall mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir die Tourdaten, die Abschlusstour Kapitel X. Also in diese Städte kommen die beiden Herrschaften nach Wien am 21.09. Okay. Also Tourdaten auf der Rückseite. Dann haben wir den Tattoobogen. Dieser ist quadratisch. Und hier haben wir eigentlich nur Text, also nur Worte und einen, was auch immer das sein soll, einen Dinosaurier wahrscheinlich. Was lesen wir zum Beispiel? Willkommen Realität, Sins 2011, Die Lochis, Heiko, Kapitel X, Nicht von dieser Welt, Heiko, Lochiversum, Blinder Passagier, Gib alles nur nicht auf. Also so Textzeilen oder so klassische Worte von den Lochis. Auf der Rückseite dann die Anleitung, wie das Ganze zu verwenden ist. Viel Spaß mit deinen Tattoos. Also, so funktioniert das dann. Kann man sich dann auf die Arme oder auf den Körper packen. Dann haben wir mit dabei eine Kappe, die ist in Weiß gehalten. Hier lesen wir dann in Orange, Rot, Kapitel X auf der Vorderseite. Ansonsten die Cap hier wirklich komplett in Weiß gehalten auf allen Seiten. Auf der Rückseite haben wir dann hier so einen entsprechenden Metallverschluss, um das Ganze dann mit diesem Stoffband hier in der Größe zu verstellen. Bedeutet, ihr könnt das dann individuell an euren Kopf anpassen, wie ihr das braucht. Also die Kappe wird dann jedem passen. Der Schirm ist weiß, auch auf der Unterseite. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Hier lesen wir die Lochis, Kapitel X, hier dann noch das Logo von Warner Music und hier lesen wir passenderweise auch wieder Warner Music Group Germany Holding GmbH, 100% Baumwolle und Made in China. Grüße gehen raus. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt und zwar haben wir hier eine Halskette. Die ist, was die Kette betrifft, relativ dünn gehalten. Hier oben haben wir dann so einen klassischen Kettenverschluss. Und auf der Unterseite haben wir dann einen Anhänger, passend zum Albumtitel, einen X-Anhänger. Einmal X und was lesen wir hier noch? Ah, das heißt gar nicht Heiko, jetzt erkenne ich das, da steht Heiro. Also eine Fusion aus Heiko und Roman. Alles klar, ich dachte mir schon vorhin bei diesem Tattoobogen. Moment. Genau, hier. Dachte ich mir die ganze Zeit schon, was haben die hier für komische K? Das heißt Heiro. Gut, jetzt wird das klar.
Ja, also dieses XCN Hochglanz auf der einen Seite glatt, auf der anderen Seite eben hier auch glatt, nur mit diesem Hyro noch zusätzlich. Und was speziell ist bei dieser Kette, dass die hier an zwei Enden aufgehängt ist. Also die rutscht dann nicht hier links und rechts und irgendwie herum, sondern die ist hier wirklich befestigt. Bedeutet, die wird dann immer hier unten fixiert sein und kann dann nicht links und rechts herumrutschen. Okay, also soweit zu dieser Kette. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch etwas Persönliches, und zwar einen Dankesbrief, einen Abschiedsbrief. Den werde ich jetzt mit euch teilen. Den werde ich versuchen, wenn ich die Schrift lesen kann, euch vorzulesen. Also wir haben hier einmal ein rotes Papier und dann haben wir hier in weißer Schrift diesen Abschlusstext. Was lesen wir hier? Da ist sie, deine Albumbox von unserem dritten und letztem Album Kapitel X. Damit verabschieden wir uns von einer unvergesslichen und einmaligen Zeit als die Lochis. Das Schöne ist, dass jedem Ende ein neuer Zauber innewohnt und genau das, das ist, was uns antreibt. Nach vorn zu gehen, Neues wagen, mutig zu sein. Packen wir es also an und stürzen uns in ein neues Abenteuer. Bist du dabei? PS, danke für einfach alles. Dann haben wir links die Unterschrift von Heiko, rechts die Unterschrift von Roman und dann hier noch so ein Smiley dazu. Ja, also nette Worte zum Abschluss. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Abschiedsbrief von den Lochis. Dann haben wir hier die Kapitel X Kappe in Weiß. Die Halskette mit diesem X-Anhänger in Silber gehalten. Diese Klebetattoos, diese temporären Tattoos, ein quadratischer Tattoobogen. Die Autogrammkarte, unterschrieben von den beiden Brüdern. Sowie natürlich das Album an sich. Kapitel X mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Kapitel X von Die Lochis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Die Lochis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.